Rav Kamora hat hochgeladen, featuring Dadan und Jemuel. Modell. Egal, wir legen los. Mal schauen, was abgeht. 2 Minuten 27, let's go und abonniert auf jeden Fall. Ja, Benz Town, ich hol den Daimler Benz. Rav Kamora, wir sind in Berlin. Geile Ansicht so von oben. Und das war das so ein Ding, wo man hier schön, ne, bisschen was drehen kann. Cash only, Downtown Distribution. Sie stellt Bilder von sich ins Netz. Bilder von sich ins Netz, fliegt um die Welt. Okay. Insta, Tinder und OnlyFans. Insta, Tinder und OnlyFans, macht easy Geld. Okay, es geht um ein Model und der Lifestyle wird wohl beschrieben und ich find's geil, wie die da in so einer Radio-Booth sind und da mit ganz vielen Leuten. Ich glaube nicht, dass dann tatsächlich was da gerade live gesendet worden ist, weil ich glaube, das wäre zu viel Chaos. But I don't know about that! Ja, es sieht an sich schon mal sehr geil aus. Insta, Tinder und OnlyFans. Mit der AK hinten noch, genau. Bei Papa gibt es keine Billion. Glaub mir, gibt es keine Billion. Weil sie fliegt weg und du bist noch da. Ja. Sie macht sie erst am Mikro. Und sie ist da am Handy, bezeichnend, ne? Sie lacht über wen du kennst. Sie ist auf Yacht mit dem Präsident. Gestern war sie im Helikopter. Sie macht mal die wie ein Reporter. Okay, du bist Mr. Freeze. Okay, mir für dich ist okay. Zu viel. Sie kommt und bricht jedes Corazon. Das Spiel begann und verloren. Bisher schon ziemlich vibey, okay. Aber ich bin mal gespannt, ob wir da noch eine Steigerung erfahren. Ticket bis nach Ibiza. Aber bitte sei nicht naiv. Sie kann jeden um dich bekommen. Glaub mir, sie wählt es nach Saison. Unsere Kopfhörer. Und Jemuel wiederholt jetzt einfach das, was Rav Kamora nochmal gesagt hat, aber es ist irgendwie geil so, dass dieses Intro oder der Anfang der Verse irgendwie so zur Hook wird. Oder es kann natürlich auch sein, dass Dadan dann beim dritten Mal die Hook singt, so, dass es dann jedes Mal also eine Hook ist, aber halt immer von jemand anderem gesungen. Sehen wir mal, was wird. Sie stellt Bilder von sich ins Netz. Bilder von sich ins Netz. Insta, Tinder und OnlyFans. Insta, Tinder und OnlyFans. Ich finde es natürlich wieder lustig, dass die Weiber da so mitsingen. Ja, Insta, Tinder und OnlyFans. That's a vibe. Man merkt so richtig, dass sie Spaß gehabt haben und mir gefällt es. Guck mal, hört ihr immer so dieses Klicken von diesen Kamerageräuschen? Das macht halt voll irgendwie was mit der Stimmung und sorgt dafür, dass man das Lied aber schlussendlich mehr auf Spotify hört. Also mehr besser bezahlte Streams, sagen wir mal so. Oder? Nee, komm wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus. Schlussendlich. Obwohl, je nachdem, wenn sie hier Ausdrücke verwenden, dann ist das bei der Monetarisierung natürlich nicht so gut. Aber die haben Spaß und das ist geil. Und ich mag dann diese Sounds. Der richtige Diplomaten. Ah, das ist schon sehr geil, wie das hier gemacht ist, ne? Aber bloß manchmal, ja. Okay, interessant. Könnte man jetzt abchecken, ne? Aber haben die dann so alle zugestimmt oder haben die einfach gesagt, egal, wir ballern das einfach raus? Ich meine, ist ja öffentlich, aber auch cool mit der Animation. Ich meine, es ist irgendwie so Stock-Footage, aber es ist ganz nice, finde ich. Hey, ich glaube, jeder singt einmal die Hook, oder? Das ist dann Dadan und hier. Und hier ist Jemuel. Ne, hört sich gleich an. Gefühlt, als würden alle drei vielleicht singen. I don't know, man. Aber am Anfang war es doch nur Rav Kamora. Ja, ne? Also, es ist ein chilliger Vibe. Sie haben wahrscheinlich auch Spaß gehabt mit diesen vielen Frauen, die sie mit am Stissel gehabt haben. Und ja, sie haben es genossen. Der Song ist einfach chillig, kann man hören. Aber es ist noch nicht so, dass ich sag so,
Top-Tier. Top-Tier ist es nicht, aber es ist geil. Das ist halt, die wissen halt, was sie tun. Und das wenden sie halt immer wieder an. Und wenn es halt funktioniert, dann sind die so, okay, that's fine. So, mehr muss ich nicht machen. Und ja, da haben sie echt die Hürde übersprungen, dass man sagt, das ist gut, das kann man veröffentlichen, das ist auch geil, das macht Spaß. Aber es ist noch nicht so Legend-Potenzial. Ne? Da denke ich mal, da geht noch ein bisschen was mehr. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Auch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Natürlich ein Abo. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Until next time. Ciao. 100k und ich sag okay, mein Name ist ja der im Titel vor der 100 steht. Ich mache alles, was ich